Bei Kreiberg 20 Cent, Frau. Heute ist es schönes Wetter, oder nicht? Heute ist es schönes Wetter. Warum betteln Sie immer? Sie kriegen doch die Rente. Ja. Aber die Rente ist zu wenig wahrscheinlich. Ja, aber zum Rauchen braucht sie ja nicht Aber betteln. Gnädige Frau, man muss solche Menschen doch helfen. Diese Frau muss geholfen werden. Schauen Sie mal, das Geld ist ja mir nicht schade dafür, für diesen Menschen. Alles Gold, gell? Alles, ja. Geben Sie dir doch bitte 5 Euro. Haben Sie nicht 5 Euro für diesen Menschen? Haben Sie was für mich? Diese Frau versteht dich nicht. Haben Sie was für mich? Ja, und 20 Cent bloß. 20 Cent? Ja. Was machst du den ganzen Tag? Semmel essen. Semmel essen. Haben Sie was für mich? Ja, und was hältst du von deiner Zukunft? Nichts. Warum? Ja, so. Ja. Warum nichts? Ich kann mir jetzt sinnlos. Geben Sie mal 20 Cent. Liebe Angela Merkel, diese Menschen muss geholfen werden. Ah. Was kriegst du Rente? Ich krieg Taschengeld. Sie kriegt der Taschengeld. Ah. Aha. Kriegst du Taschengeld. Aha. Haben Sie 20? Ja, du kriegst von mir, sie kriegt von mir 20 Cent, weil jeder Mensch hat 20 Cent in der Tasche, oder nicht? Mhm. Jeder Mensch. Und was machst du mit deinen 20 Cent? Ein Sandwich haben. Ein Sandwich? Da brauche ich 30 Cent. Ja, und woher hast du die Zigarren? Die habe ich gekauft. Die hast du gekauft. Wollte sie. Glaubst du, dass der Innenkanal, gut wäre für die Bundeskanzlerin Angela Merkel? Ja. Weil die soll sich reinschmeißen, ne, und dann hätten wir es hinter uns. Aha. Hast du früher schon mal gearbeitet? Ja. Ja, was, als was? In einem Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja. Im Krankenhaus? Ja. Was hast du im Krankenhaus gemacht? Im Lungenkrankenhaus. Aha, aha, aha. Haben ja. Sie 20 Cent für mich? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Ja. Aha. Also liebe Leute auf der ganzen Welt. Liebe Leute auf der ganzen Welt. Habt's erbarmt. Jetzt warte mal. Ich tue jetzt ich sage jetzt den Leuten, sie sollen dir alle 20 Cent geben, okay? Ja. Hast du Kontonummer auswendig? Nein. Spende 20 Cent für die 20 Cent Frau hier im Wald Kreiburg. Lieber Bürgermeister vom Wald Kreiburg, das ist ein Sauhaufe hier im Wald Kreiburg. Hier springt alles Mögliche rum. 20 Cent Frau, 5 Euro Salver, linke Bazille, überall. Ja. Ich habe schon mal 5 Euro geschenkt gekriegt. Sie haben 5 Euro geschenkt bekommen? Ja. Oh. Und 10 Euro. Und 10 Euro auch noch? Ja. Was machst du mit dem ganzen Geld? Sparen. Sparen? Ja. Kannst du mir 5 Euro geben? Nein. Wieso nicht? Habe ich keine Geld. Du hast keine. Hast du einen Ehemann? Nein. Brauchst du einen? Freunde habe ich. Freunde, ja, Freunde ist was Wichtiges. 2 Freunde habe ich. Aha. Italiener tutto mondo, questo, ich sage jetzt, Berlusconi. Italiano tutto il mondo, questa è una povera creatura. Aiutatela. Io vi do il numero della banca. Versate i soldi. Che questa persona ha bisogno di soldi. Ha bisogno di macchina, di... Guardate, Rolls Royce. Also, questa povera creatura. Frau Holle. Ich war, Früher, wo ich klein war, da hat man mir immer die Geschichte erzählt von der Gebrüder Grimm. Ja. Die Frau Holle. Ja. Kennst du die Geschichte von der Frau Holle? Ja. Die hat so ausgeschaut wie du. Ja. Jo, gib mir, ich will nicht mehr. Die Frau Holle. Oder noch so Geschichten. Oder noch so Geschichten von, ja, ich muss vorsichtig sein, dass mich da noch jemand erschlagen. Ich mache ein Interview, verstehst du? Weißt du, was ein Flugzeugträger ist? Eine Euro für mich. 1 Euro? Ja. Die sind dumm. Von 20 Cent geht es auf 1 Euro. Wir machen das so. Du kriegst von mir 10 Cent, wenn du mir sagst, wer der amerikanische Präsident ist. Weiß ich nicht. Streng dich einmal ein bisschen an. Weiß ich nicht. Ja, was heißt ja, weiß ich nicht? Das gibt's doch gar nicht, weiß ich nicht. Also, jetzt pass mal auf. Nächste Frage.
Haben Sie 1 Euro für mich? Von 20 Cent auf 1 Euro. Ja. Du kriegst diese 10 Cent. Ja. Aber du musst mir eine Frage beantworten. Ja. Bin ich hübsch? Ja. Ah! Hübsch. Noch lauter. Ist hübsch. Bin ich der Hübscheste? Ja. Aha, das freut mich so. Also wenn ich Bürgermeister wäre, würdest du von mir jeden Tag 20 Cent bekommen. Ja. 100%ig glaubt man das. Ja. Kriegst du ja 10 Cent, das reicht dir vollkommen. Ja. Gott vergelt. Ja, mach's gut, gell? Pass auf dich auf. To rock the ball. Italiener tut der Mann. Ah, übertreibe das halt auch nicht, ne? Ja. Am Ende hast du noch viel mehr Geld als wie die Bundeskanzlerin. Das geht ja auch nicht, gell? Also reiß dich zusammen. Aber wo sind wir denn hier denn gelandet? Italiener tut der Mond. Schnitt.